Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. Heute geht es um den sogenannten Zertifikat-Widerruf. Darunter fällt dann sozusagen das, mein Zertifikat, ich habe ein gültiges Zertifikat für meine Website, sagen wir the-morpheus.de hat ein Zertifikat, logischerweise. Und ich hätte jetzt ganz gerne, dass mein Zertifikat plötzlich nicht mehr gültig ist. Warum ich das haben möchte, das werden wir gleich uns angucken. Jetzt erstmal, wie funktioniert das Ganze? So. Es funktioniert eigentlich total einfach, denn man hat ja eine gültige Signatur von dieser Certificate Authority, die wir uns vor zwei Videos angeguckt haben, hat man ja unten drunter unter seinem Zertifikat. Deswegen muss man eine sogenannte Certificate Revocation List, also eine Zertifikat-Widerrufsliste zu Deutsch, führen. In der stehen einfach alle Zertifikate drin, die widerrufen wurden. Und die muss dann aber auch jedes Mal überprüft werden, wenn unser Zertifikat überprüft wird. Das heißt, wenn man überprüft, ist dieses Zertifikat gültig? Das wollen wir ja wissen, wenn wir ein Zertifikat haben. Und ist es eben auch nicht widerrufen worden. Wenn es widerrufen wurde, dann muss ich sofort sagen, hey, stopp, das Zertifikat ist nicht gültig. Genauso, als wäre die Signatur ungültig. Ich kann nicht einfach hergehen und für mich dieses Zertifikat als ungültig erklären, weil das Problem ist natürlich, ich habe eine gültige Unterschrift drunter, ich könnte das Ding auch einfach kopiert haben oder jemand Drittes könnte es kopiert haben und deswegen kann ich nicht einfach sicher gehen davon, dass das Ding auch wirklich dann widerrufen wurde, weil, ja, wie soll man das merken? Die Signatur von der CA ist drunter, deswegen brauchen wir eben diese Liste mit allen zurückgerufenen Zertifikaten. Und das ist eben sozusagen der ganze Trick dahinter. Wenn man also ein Zertifikat überprüft, dann muss man auch die Zertifikat-Widerrufsliste überprüfen. Das heißt, erstens muss die Signatur gültig sein, zweitens darf das Zertifikat nicht in dieser Widerrufsliste drinstehen. Und drittens muss natürlich auch noch zum Beispiel das Datum gültig sein und es muss der Zweck gültig sein, für das das Zertifikat ausgestellt wurde. Also zum Beispiel, darf ich es für meinen Webserver benutzen oder darf ich es vielleicht nur für meinen Mailserver benutzen? Da ist eben sozusagen diese Liste ein essentieller Bestandteil, wenn ihr irgendwie Zertifikate selber überprüfen müsst. Diese Liste muss aber natürlich auch von der Certificate Authority selbst unterschrieben sein. Deswegen diese beiden kleinen Schlüssel da unten. Ihr habt natürlich den Public Key von der CA, den habt ihr, den hat jeder sozusagen. Und dann kann man einfach die Unterschrift überprüfen, ob eben diese Unterschrift gültig ist für diese Certificate Revocation List. Das heißt, ist das die echte Liste oder hat euch gerade the-morpheus.de für dumm verkauft und hat euch eine eigene Liste untergejubelt und da steht halt einfach unsere Webseite nicht drauf, obwohl eigentlich meine Webseite widerrufen wurde. Deswegen muss das Ganze natürlich auch unterschrieben sein, damit es nicht gefälscht werden kann. Ja, so, jetzt warum sollte ich vielleicht mein Zertifikat widerrufen wollen? Also es gibt da ein paar Gründe und die möchte ich euch gerade mal kurz zeigen. Der wahrscheinlich offensichtlichste Grund ist, dass wir angegriffen wurden. Jemand hat die Webseite gehackt und hat mein Zertifikat in die Hände bekommen und dadurch nicht nur mein Zertifikat, sondern auch meinen Secret Key. Und dadurch kann ich natürlich jetzt einfach so tun, als wäre ich the-morpheus.de. Obwohl ich es eigentlich gar nicht bin. Ich habe mir halt diesen Secret Key geklaut und kann jetzt logischerweise einfach selbst hergehen und alles unterschreiben, was ich möchte. Ich habe das Zertifikat, dann glaubt mir also jeder. Das heißt, jeder hält mich für the-morpheus.de und vertraut mir alle seine wertvollen Daten an. Wurde sehr, sehr häufig gemacht, übrigens mit google.com, microsoft.com oder ich glaube skype.com war auch noch relativ häufig dabei. Eine Weile war auch Yahoo recht weit oben. Und das heißt, da sind die Leute dann einfach hergegangen, haben bei der CA einen Einbruch durchgeführt, das heißt, oder haben dann eben tatsächlich bei Skype oder sowas versucht, einen Einbruch durchzuführen, oder eben tatsächlich auch bei der CA selber, also bei der Certificate Authority, haben sich dort dann Zertifikate ausgestellt und die hatten dann plötzlich ein gültiges Zertifikat für google.com. Das heißt, jeder hat denen geglaubt, sie sind google.com. Das ist natürlich aber Fail, weil sie sind es offensichtlich nicht. Das heißt, hier hat die CA missgebaut und die Certificate Authority wurde gehackt. Ja, und dann muss man natürlich auch irgendwie so eine Widerrufsliste pflegen können. Das heißt, man muss irgendwo auch solche Zertifikate widerrufen können. Sprich, Google musste dann sagen, hey, das ist nicht unser Zertifikat, trag das mal da bitte wieder ein in diese eben Widerrufsliste.
Anderer Grund wäre zum Beispiel, dass man sein Passwort verloren hat, sprich, ich komme nicht mehr auf meinen Rechner drauf und dort liegt eben mein Zertifikat, sprich, ich kann es nicht mehr benutzen, aber vielleicht kann es noch jemand anderes benutzen und das wäre dann natürlich schlecht, deswegen, ja, wäre auch ein Grund. Oder mein Rechner wurde geklaut, sprich, ich wurde physisch angegriffen im Endeffekt. Oder es hat sich zum Beispiel eine Angabe geändert, das ist auch ein häufiger Grund. Zum Beispiel heißt jetzt meine Webseite nicht mehr the-morpheus.de, sondern the-morpheus.com. Dann brauche ich offensichtlich ein neues Zertifikat, weil das Zertifikat ist nur für the-morpheus.de ausgelegt. Und ja, da muss man natürlich auch ein bisschen nachdenken dann und neues beantragen. Und das alte dann wieder in die Widerrufsliste. Entschuldigung, was ist denn heute los mit meiner Stimme? Und das alte in die Widerrufsliste eintragen. So, ein weiterer Grund, und da haben wir tatsächlich einen Grund, warum auch CAs ihre eigenen Zertifikate teilweise widerrufen müssen, denn ja, die benutzen teilweise noch veraltete Algorithmen. Das heißt, sowas wie SHA-1 oder MD5 wurde tatsächlich sehr, sehr lange eingesetzt und dann hat man irgendwann gesagt, okay Leute, sorry, jetzt geht's nicht mehr, es ist zu kritisch, ich muss das Ding widerrufen. Sprich, man hat es in diese Widerrufsliste eingetragen und dann war alles in Ordnung. Ja, das sind so die Standardgründe, warum man was eintragen möchte oder warum man einfach nicht mehr möchte, dass sein Zertifikat gültig ist. Aber da gibt es sicher noch mehr und ja, im Endeffekt ist es eine relativ simple Angelegenheit, einfach in diese Widerrufsliste eintragen. Diese Widerrufsliste wird von der CA signiert. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese Liste echt ist und weil es jeder überprüfen kann und dadurch ist dann eben ein Zertifikat auch echt widerrufen worden. Gut, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.